So, Freunde, jetzt gibt's noch mal ein kleines Video, ein Bonusvideo sozusagen. Wieder mit dem Björn, was der jetzt noch uns als Nachtisch zubereitet. Das darf er jetzt selber sagen. Komm her, ich hab die Cam in der Hand. Komm mal von der anderen Seite. Wir machen ein Bread Butter Pudding mit Whisky. Okay. Ja. Und dann hätte ich gesagt, schau mal schon darüber und schau mal, was er alles hergerichtet hat. Ja, noch nicht viel. Kommen wir zu der Zutatenübersicht. Whisky wollte unbedingt meinen frischen, guten Jackie nehmen. Die sind ja bei dir, da können wir den auch nehmen. Oh Mann. Ja, Bananenchips, Datteln, Sahne, Butter. Vanillezucker. Und brauner Zucker. Wie viel jeweils? 1,5 Esslöffel, 2 Esslöffel. Gut. Butter haben wir, glaube ich, gesagt. Und noch so ein Hefezopf. Und lassen wir nochmal werkeln. Du schnibbelst hier jetzt die Datteln etwas kleiner. Genau, weil die gehen gleich in den Whisky schwimmen. In den Whisky schwimmen? Whisky. Wir haben noch nichts davon getrunken. Ach so, stimmt ja. Gut. Wie viel von dem Whisky, von dem Jackie tust du da rein dann? Circa 4 Esslöffel. Na, da bin ich ja gespannt. Ja, Leute. Datteln klein geschnitten. Und dann würde ich sagen, hau den Jackie rein. Oh, leer. Hey, hast du einen Schaden? Bist du nicht mal ganz knusprig? Jetzt hat er mir meinen ganzen Jackie da reingehauen. Circa 4 Esslöffel. Oh Mann. Circa Angabe. Vier vor. Da ist ja wieder der Typ, wo mir meine ganzen Videos kaputt macht und vorwegnimmt. Ich bin immer zweigespannt. Ja, Leute, auch Björn kriegt Belehrung von meinem Schatz. Björn hat mal wieder nichts umgerührt, aber leck mich am Ärmel, der Jackie ist ganz schön verdampft hier drin. Wie viel hat es denn da drin, eine ganze Flaschen oder? Ja, natürlich. 4 Esslöffel circa. Mein Gott, Mutter Anna. Der hat mir einfach, schau her, der hat mir einfach hier die Flasche Jackie leer gemacht. Weg war sie und das ist jetzt alles in den Datteln eingezogen. Das war dein Geburtstagscheck von mir. Der hat gesagt, ich krieg's nächste Mal, wenn ich nach Dortmund komm eine neue. Fährst du am Sonntag gleich mit? Nein. Das war's, hasch. So, Freunde, nach der Belehrung geht's hier auf alle Fälle weiter. Ah ja, da ist es ja fast schon ein Sauerländer Butterfleckchen dazugekommen. Sind die Eier jetzt noch dazugekommen? Ja. Das werden wir jetzt gleich machen. Du wirst den jetzt klein schneiden, nehme ich an. Ich werde den Zopf jetzt in feine Würfel schneiden, dann werde ich noch ein bisschen verrühren und verquirlen hier und dann sehen wir uns draußen am Grill mit dem Topf wieder. Mit der K4-Form hast mit du rausgestellt? Mit der K4, genau. Okay. Einfach anfangen, machen und dann schauen wir einfach das komplette, wir schauen einfach zu, wie es weitergeht hier. Tja, dann wird es im Anschluss in eine Schüssel reingewuchtet. Und wie geht's weiter? Wenn wir gleich das Ei verquirlen mit der Sahne. Ja gut, schau mal, wenn er einfach weitermacht bei... Ja, das... Genau. Das ist halt Björn. Ja. Machen wir mal die Schalenkontrolle. Er hat Glück gehabt. Aha. Also zwei Eier. Tust du beide Becher Sahne gleich rein? Ja. Jawohl. Mal den braunen Zucker drüber, den Vanillezucker und dann ordentlich verquirlen. Jetzt kommt der verzweifelte Versuch, das Ding hier aufzureißen. Boah, das gibt Ärger von Schatzi. Nimmt da das gute Messer dazu. Warum nimmst du da keine frische Banane? Erklären Sie sich. Haben wir nicht. Außerdem eine frische Banane würde zu matschig nachher. Okay. Lassen wir jetzt ein bisschen einweichen da drin. Mit. Ja. Und dann wird das nachher mit über die Hefewürfel getan. Okay. So, dann haben wir das. Dann haben wir jetzt hier den verdunsteten Jackie. Genau, den verdunsteten Jackie.
mit da reinpacken. Aber so, dass wir noch ein bisschen von der Flüssigkeit oder das, was an der Flüssigkeit noch da ist, noch in der Schüssel behalten. Wegen? Den kommt nachher mit über die... Erstmal das noch. Lohnt sich doch hier gar nicht. Nee, da nicht mehr, hast recht. Komm her. Also, kippen wir rein. Bis 10, 2 Tropfen tun wir nicht lang rum. Rezeptabwandlung. Junkie Art, wie immer. Ja. Mut zu 9? Ja. Ja, ob ich es jetzt hier vermische oder da vermische, ist ja egal. Ja, eben. So. So ist auf alle Fälle besser verteilt, weil ansonsten tust du das drüber träufeln und es ist dann im einen Brocken mehr als im anderen. Genau. Jo. So. Ja, Björniboy, hast du dich jetzt nach außen verlagert? Ja, ich bin jetzt nach draußen gegangen auf den Gasgrill, den Kobinox. Jo. Aha. Einfach schon zum Schichten anfangen hier? Ja. Wir warten jetzt. Ich habe jetzt die vorbereitet auf indirekte Hitze. Wer hat es vorbereitet? Der Michi hat es vorbereitet. Aha. Ja. Ja, Butter draufgestellt zum Schmelzen. Die lassen wir jetzt schmelzen, dann kippen wir, schütten wir da was von drüber und auf die restlichen. Ja. Und dann machen wir immer. Genau, dann machen wir eben einmal. Also, ich zeig's euch. Genau. Weiter geht es. Die Butter ist geschmolzen. Macht den Deckel gleich wieder zu. Was randalierst du hier? Ist mir weggerutscht. Oh, jetzt stellt er sich mitten ins Weg. Entschuldigung, der Handschuh ist so glatt. Sag ich doch. Das sollte unser so nicht Vogel sein, Björn. Sollte so nicht sein. Bist aber du rechts- jetzt ist oder so. Linkshänder? Ich bin Links-Rechtshänder, aber der Handschuh ist trotzdem ziemlich glatt. Nein. Du hast bloß keine Kraft in der linken Hand. Ja, das kann auch sein. So, jetzt habe ich ihn wieder fertig gemacht und jetzt schauen wir uns an, wie er weiterschichtet. Stelle ich mich jetzt ins Eck rein? Ja, da stehst du am besten. Ja, da kannst du dich auch nicht in den Weg reinstellen. Genau. So. Das haben wir gerade verquillt, da sind die Datteln drin, da sind jetzt die Bananenchips drin. Nehmen wir jetzt ein bisschen davon und verteilen die hier schön. Zwischen. Dass da überall ein bisschen was hinkommt in die Schichten. Und dann kippen wir nachher zum Schluss alles oben drüber, weil dann läuft der Sud ja durch. Schon gleichmäßig. Die Chips werden dann weicher, oder? Genau, die werden nachher ein bisschen weicher. Gut. Mach doch nicht so eine Sauerei. Hat er ganz gemacht, wie immer. Unschuldig. Ja, er wieder. Also der Titel von deinem Video ist schon ein bisschen verwirrend. Mit Butter and Bread, hau mich tot hier. Bread? Was habe ich denn? Ja? Ja. Ich komm mal, der Titel macht mich auch kirre, aber ich werde ihn den Micha nochmal aufschreiben, damit er den vernünftig hat. Weil das ist ja eigentlich ein Hefezopf. Und kein Brot. Also ich gehe mal davon aus, dass dieser Nachtisch unser Vortisch wird. Und so wird es jetzt halt komplett reingeschichtet, bis die K4-Form komplett voll ist. Also überraschenderweise hat er es ja doch geschafft, das, den Hefezopf hier komplett reinzubekommen. Und jetzt nochmal die allerletzte Schicht drüber. Und warum befeuern wir das Ding nicht mit Kohle und tun es im Gasgrill rein? Na, ganz einfach, ist wesentlich angenehmer und gleichmäßiger zu handhaben. Aber ich weiß, wer die K4-Form nachher sauber macht. Ja, sicher. Wer benutzt, muss auch sauber machen. Ja, so soll es sein. Verdammt, ich muss einen Grill sauber machen und die Rote und alles. Ja, weil im Hintergrund hier läuft nämlich die Roti. So, jetzt haben wir hier so einigermaßen alles rausgefischt. Dann holen wir den weg. Dann nehmen wir jetzt das Ganze schön hier gleichmäßig drüber verteilen. Brauchst gar nichts sagen, ich mache das schon alles. Nee, dann ist ja gut. Manchmal. Manchmal. Aber manchmal lässt du mich auch voll auflaufen. Natürlich. Das soll ja auch ein Auflauf sein, oder? Ja.
Puddingauflauf. Ein Puddingauflauf? Also ja, ich habe so keinen Pudding drin gesehen. Nein, so ist früher Pudding gemacht worden. Mit den Resten quasi. Da gab es nur keine Bananen, aber das ist so. Und Datteln. Das ist nur so ein bisschen verfeinert, die ganze Geschichte. Ein Deckel drauf und bei 150 bis 170 Grad 20 Minuten. Ja. In indirekter Hitze. Ja, und wir haben hier jetzt... Ja, zu viel. Ja, sogar knapp. Ja, 290. Dann drehen wir hier jetzt einen Brenner einfach aus. Oder wir könnten die äußeren auch ein bisschen runterdrehen. Und schauen wir, dass wir es halt halbwegs erreichen. Deckel auf, drauf das Ding. Deckel zu und 20 Minuten abwarten. Mit der Einstellung haben wir es tatsächlich geschafft, exakt auf die 150 Grad zu kommen. Wunderbar. Und in wenigen Augenblicken, wenn es gleich klingelt, schauen wir das erste Mal rein. Das Handy hat gepiepst, dann schauen wir mal nach hier. Björn Boy George. Oh, von der Seite. Ja, das oh, kann noch. Die 5 Minuten gehen wir ihm noch. Definitiv. Und dann gibt es ein Leckerli. Wie ist denn geschafft? Wir sind fertig. Also man hat jetzt noch ein paar Minütchen länger drauf gelassen und die Temperatur noch ein klein bisschen hochgedreht. Und jetzt nehmen wir das ganze Ding einfach mit rein und drinnen wird gefuttert. Jawohl, schnappt er das Teil und geh schon mal vor. Jetzt hat er Angst, dass ein blöder Spruch kommt, aber nein, ich freue mich jetzt wirklich drauf und er wird sich freuen, wenn er das Video sieht und es gehört hat. Mhm. Also, geh mal rein. Und Silas, Louis und Jeremy, wenn das euer Dad noch nicht gemacht hat für euch, dann soll er das gefälligst nachholen. Und man kann es ja auch ohne Alkohol machen. Mhm. Freunde, da steht das ganze Teil und jetzt gucken wir doch gerade mal nach, was es den Kerntemperatur hat. Rutsche mal den Stuhl darüber. 70, ja, knappe 70 Grad. Yeah, das sieht mal richtig geil aus. Ja, Björn, raus mit dem Zeug. Wir haben alle Appetit drauf. Wird es klappen? Oder macht er hier einen riesen Fladen? Nein, es kommt ein richtig schönes Stück heraus. Ein Geilomat. Sieht sehr schön aus. Ich hätte ganz Randstück, ja. Dankeschön. Okay, den Matschhaufen kannst du bei mir geben, weil dann kann ich gleich mein persönliches Probiererchen machen. Also hier würde ich jetzt sagen, ist ein Bus drüber gefahren. Mindestens. Aber das tut. Ja. Es ist egal, wenn es schmeckt. Wird den Geschmack keinen Abbruch tun und. Jungs, ich meine da drei Jungs, ihr wisst, was ich vorher gesagt habe. Tja, Björn, und da wird noch was auf dich zukommen, sobald das Video draußen ist. Ich kann es mir schon vorstellen. Ja, also ich probiere jetzt. So, jetzt muss ich bloß gerade gucken, wie ich die Kamera halte, weil sonst haben wir hier so Gegenlicht und ich bin viel zu dunkel. Aber wir probieren jetzt einfach gleich einmal. Ey, der Bananengeschmack ist wirklich durchgezogen. Ja. Geht aber bestimmt mit frischen Bananen auch. Echt lecker. Mit frischen Bananen hat er gesagt, wird es zu matschig wahrscheinlich. Ne? Das mit diesen Bananenscheiben finde ich richtig geil. Hast du ein bisschen Crunch mit drin, ne? Wirklich richtig, richtig geil. Saure. Maximal könnte man noch Rosinen mit rein tun. Meine persönliche Meinung. Dann könnt ihr da jetzt eine Vanillesoße beinehmen. Vanillesoße und ein paar Rosinen rein. Dann wäre das Ganze noch geiler. Aber die Rezepte sind ja alles nur Vorlagen. So wie bei mir auch. So wie bei McAllister hier. Und bei allen anderen.
kann jeder machen, wie er will. Aber das ist verdammt lecker. Mhm. Und jetzt lassen wir alle erstmal essen und dann hören wir noch an, was die dazu zu sagen haben. So, Freunde, dann werden wir jetzt hier das Video beenden. Noch ein kurzes Fazit. McAllister, wie war's? Sau geil. Schatzi? Sehr lecker. Patricia? Mhm. Mhm. Sie kauft. Thomas? Sehr lecker. Andrea, Alexander? Spitze. Geil. Björn selber? Sehr gut. Der Radi? Spitze. Der hat noch den Mund voll. Michi? Und, oh, ja, habe ich schon gesagt, wie geil das ist. Oh. Leute, das ist so geil. Und ich habe auch schon in unserer Gruppe geschrieben, Grill mit Freunden, dass wir da noch Kaffeeformen brauchen. Und tja, Björn, du hast Arbeit im Mai auf unserem Treffen Grill mit Freunden. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, ich werde unten auch noch den Anmeldelink verlinken. Das war's mit diesem Video. Ich muss jetzt raus. Unser Ganserl ist fertig. Ciao. Tja, junger Mann, dann walten Sie Ihres Amtes. Schauen wir mal, ob das schön sich pullen lässt. Mm-hmm.